Und herzlich willkommen bei. Kann nichts kochen, okay. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von. Von Rissen. Heute werden wir wieder die Gräberlein suchen. Oder die toten Burghörn verkloppen. Keine Ahnung. Wir sind heute einfach mal ganz spontan. Das ist mir nicht geheuer. Oder wir erkunden Ruinen. Überall sind diese Monster. Mal nachschauen. Hier muss scharf sein. Das ist ganz wichtig. Aber vorher. Gehen wir sehen. Nein, gehen wir zum Duck was trinken. Ein bisschen saufen. Meine Saufkumpanen. Und Saufkumpaninnen. So, weiter. Schauen wir, wie viel wir trinken müssen. Oh, einmal noch. So. Dann müssen wir wieder ein bisschen Wein kaufen. Hey, Duck, hast du Wein? Lass uns handeln. Hast du Wein? Heute ringt das Geschickste zu viel Kohle. Er hat keinen Wein. Wieso hast du keinen Wein? Sollte den Ton beim Handy ausschalten. So, besser. Nee, du hast keinen Wein, also gehe ich weiter. Wir können heute auch die ganzen Tempel erkunden. So gut es halt geht. Naja, schauen wir mal. Laufen wir mal so durch die Gegend rum. Und dann werden wir schon sehen, was wir lernen, was wir niederplatt machen, weil jetzt können wir nämlich. Ich habe jetzt ein Schild! Ja! Oder gehen wir gleich mal mit dem Eber kämpfen. Hau mir auf die Leber, lieber Eber! Ist ja nice. Das gefällt mir. Nicht hüpfen, ausräumen. Komm her, du Keiler, du Geiler! Hui! Tot! Und. Ja, ja, komm. Was? Tot! Der Keiler ist tot! Tot! Ist immerhin wieder ein bisschen Erfahrungspunkt und Geld. Geld ist immer gern. Nichts angreifen? Ne? Bing. Geld ist immer gern gesehen. So wie Bären und Riesenlust. Auch immer gern gesehen. Oh, und Minze. Für frischen Atem. Schwarzer Wolf, und wo ein schwarzer Wolf ist, sind meistens mehr andere für schwarze. Hey, du bist der Normalwolf! War ich da schon? Liegt da irgendwas? Liegt da irgendwas? Liegt da irgendwas? Da ist eine Kiste. Und ich höre da wieder was. Ich müsste dann. Ach, da ist ein Tempel. Da ist ein Tempel! Kenne ich diesen Tempel schon? Ich denke ja. Ich werde trotzdem mal reinschauen. Biu. Hallo, Tempel! Kriege ich die Tür da auf?
kriege ich die Tür auf. Hallo? Könnte mir irgendjemand sagen, wie die... Ja! Wie die Tür aufgeht? Hm. Ich könnte mal was probieren. Magie. Ich hier zwei davon. So. Oh nein! Ich bin eine Schnecke! Dilidi! Hui! Dilidi! Okay. Das ist jetzt mal nicht. Lichtzauber brauchen wir auch nicht. Illusionen schaffen. Nee. Telekinese. Habe ich aber nur meinen. Egal. Egal. Ja, da irgendwo einen Schalter oder so geben. Na toll, jetzt ist die. Naja. Dann wissen wir, da ist eine Tür und da kommen wir nicht drin. Naja, dann gehen wir mal weiter. Hey! Wahrscheinlich sind die Ghule jetzt auch viel einfacher. Denke ich mir halt mal. Heilkraut. Kann ich in die Kiste reinschauen? Nee, ist eine doofe Kiste. Das ist eine doofe Kiste, da ist nur der... Neil? Hey Neil! Wie sieht's aus? Die Weißen scheinen sich nicht mehr um uns zu kümmern, aber ich traue dieser trügerischen Ruhe nicht. Yep. Gerade jetzt sollten wir besonders wachsam sein. Yep. Also, pass auf dich auf, Kollege. Okay, Kollege. Du kennst dich hier gut aus. Ich denke schon. Was willst du wissen? Wo gibt's hier was zu holen? Wo gibt es hier was zu holen? Tja, hier jedenfalls nicht. Die Bauern haben alles mitgenommen, als sie zur Hafenstadt aufgebrochen sind. Die Weißen lassen niemanden rein oder raus aus der Stadt. Warum nicht? Ganz einfach, weil sie niemanden hier draußen haben wollen, der sich an den Ruinen zu schaffen macht. Okay. Wir Banditen sind womöglich die Einzigen, die noch frei sind. Ich sag dir, geh in die Hafenstadt oder komm zu uns. Alles andere wäre Wahnsinn. Okay. Der hat also nichts wirklich Informatives für uns. Ja, es ist... Es ist eine heikle Situation jetzt. Opa. Wir haben schon heiklere Situationen gemeistert. Oh, ich könnte jetzt kurz mal was futtern. Oh Gott. So, genug gefuttert. Und mich um die schwulen Ghule kümmern. Aber wo speier ich? Ja. Weil die Ghule waren da hinten in der Höhle. Das weiß ich noch. Und wir können uns diesmal mit einem Schild schützen. Mit dem rechnen die Ghule ja nicht. So. Gehen wir da runter. Dann da ins Wasser rein. War die nicht da hinten irgendwo? Hä? Hey. Hä? Ja, mal. Speichern. Schön gemütlich weiterwandern. Inzwischen mal mein Schwertchen ziehen. Da drin waren sie ja. Die schwulen Ghule, meine besten Freunde. Nee, ich habe nichts gegen Schwule, aber ich habe was gegen Ghule. Links drin, dass die besser ausweichen können. Jawohl, der erste. Huh. So.
Alter! Brauche ich 10 Lebensenergie dazu. Ein Heiltränkchen getrunken. Ich könnte Fleisch braten, aber das mache ich jetzt nicht. Wie viele magische Heilungen habe ich? 6. Treffe ich dich? Treffe ich dich, wenn ich höher ziele? Treffe ich dich, wenn ich weiter nach drüben ziele? Ja, ich hab dich getroffen. Treffe ich dich nochmal? Ja, treffe ich dich jetzt nochmal? Du bist nämlich schön geschwächt schon. Ja, und treffe ich dich nochmal, dann bist du tot. Ja, okay, treffe ich dich jetzt nochmal, dann bist du aber tot. Was gemacht? Ja, danke schön. So tötet man Ghule. Ups, falsche Taste. Kommt vom Skyrim-Spielen. Wir wandeln langsam durchs... Was habe ich da jetzt aufgehoben? Ein Pfeil, glaube ich. Ich hoffe mal, dass... Oh, noch ein Pfeil. Hallo, ist hier noch jemand? Scheint nicht so. War das eine Kiste? Und die räume ich jetzt aus! Okay. Danke. Echt ehrlich. Danke. War jetzt ja zwar nicht das Highlight, die Höhle, aber immerhin, wir haben was Neues. So. Erfahrungspunkte. Trilo. Spoing, spoing, Gummibären hüpfen hier und dort und üben. Ah, wer kennt es noch? Wer kennt noch die lieben Gummibären? Hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für die Star, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Das sind die Gummibären. Friedlich und freundlich, so tapfer und gläubig. Hässlich und hübsch kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen. In ihren Höhlen, dort sind sie zu Haus. Stachelratten abknallen, das macht mir Spaß. Die zuerst, weil die Stacheln. Ui, ein Schuss und. Ja, okay. Geh in den Sprung reingesprungen. Ins Schwert, meine ich. Kannst du wieder einstecken? Kannst du wieder einstecken? Ach so. Ich dachte, da liegt was. Da liegt die andere. Da liegt ein Grünbad. Wer hat denn das dort hingelegt? Und da liegt noch eine Ugerwurzel. Und da liegt eine schwache magische Heilung und Goldbeutel und Dietriche und ein Kurzbogen. Wer das da auch immer hergelegt hat. Schauen wir, ob man da graben kann irgendwo. Nee, aber es sieht fast so aus. Ich mag da ganz rauf. Ich mag da ganz hoch hinaus. So, und dann öffnen wir mal kurz den Geldbeutel. Immerhin 25 Gold. Das lasse ich mir nicht nehmen.
irgendwie gar nicht rauf, oder? Nö. Schade. Darf ich jetzt nicht runterplumpsen? Runterplumpsen tut Aua. Und alles, was Aua tut, ist nichts gut. Habe ich mir sagen lassen irgendwann mal. Das habe ich mir mal erklären lassen von, keine Ahnung wem. Ich habe da jetzt noch eine Minze, die nehmen wir natürlich mit. Soll keine Minze diskriminiert werden. Ist da irgendwo was vergraben? Nö, wäre aber so ein toller Ort, irgendwas zu vergraben. Ja. Ich weiß, ich laufe planlos herum, aber das ist, weil ich jetzt EP sammeln will. Und warum will ich EP sammeln? Damit ich genug Punkte habe, um was Neues zu lernen. Gut, da ist nur eine. Wir brauchen eigentlich für die nächste Stufe. Brauchen wir. Nur ein bisschen noch, also. Da können wir noch lange kämpfen. Sind das? Ja, das sind Sonderwurstpilze. Das sind so Pilze, die eine extra Einladung brauchen. Ist da vielleicht irgendwo was vergraben? Einfach überall. Klick, 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 klick. Ich habe keinen Klick heute. Ist einfach kein Klick. Absolut kein Klick. Da sind wir am Strand. Ja, Hafenstadt. Cool. Dann da runter. Hui. Magnus. Lass mich in die Stadt. Gut. Cool. Wobei haben wir. Lass mich rein. Lass mich raus. Na, du kommst nicht raus. Wache! Was gibt's? Nix! Ich wollte dich nochmal anquatschen! So zum Spaß! Tony! Schön, dich zu sehen! Danke! Bleib wachsam! Okay! Mach's besser! Als war ja! Schön, dich zu sehen! Danke! Freut mich auch, dich zu sehen! Bleib wachsam! Okay! Warte, da haben wir ein Geschäft. Ja, jetzt hier ein bisschen mehr Gold. Alvaro! Komm, zeig mal, was du hast. Der Helm wäre ein bisschen besser, ne? Kriegst du von mir die Lederkappe? Da, die kannst du haben. Und den kannst du auch haben. Und die Halskette. Boah, dann schon die noch immer 100. Alter. Na, dann kriegst du noch 8 Zähne dazu. Und Stacheln. Den Pokal behalte ich, aber du für Krallen. Ein Herz. Noch ein Herz. Komm, 25 ist mir der Helm wert. Mehr aber auch nicht. So. Inventar. Weil jetzt bin ich wieder helmlos. Und jetzt habe ich wieder einen Helm auf. Eine Mütze. So, dann reden wir mal mit dir. So. Lass uns handeln. Ich hätte gern Wein. Hast du keinen Wein?
Der hat denn ernsthaft keinen Wein, hey. Wieso hast du keinen Wein? Doch. 140. Komm, 2 Gold für 7 Weine. Ja! Gut. Dann mal das benutzen. Dann mache ich mal diesen Trank 2-mal. Herrlich. Fertig. Alchemitisch. Was kann ich jetzt noch machen? Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Warum nicht? Was fehlt mir? Fläschchen! Ach so. Ja, die finde ich so und so nirgendwo. Da könnte ich gleich mal trinken. Könnten wir gleich mal. Dann haben wir jetzt da 69 Stärke. 69. 69. Fremdgehen 69. Ja, es gibt bescheuerte Werbungen im TV. Aber wem erzähle ich das? Außer euch. Hi, Sid! Wer bist du? Nelson? Nee, ich zahle doch kein 250 Gold für eine Karte! Bist du wahnsinnig? Kannst du mir was beibringen, Belschwur? Was genau ist deine Aufgabe hier in der Stadt? Ich helfe denen, die zu schwach sind, sich selbst zu helfen. Das gleiche mache ich doch auch. Ein armer Eintopf ist für viele das Einzige, das sie sich leisten können. Du siehst aus, als könntest du anpacken. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Sehr gerne. Was kann ich für dich tun? Hilf mir, die Leute zu versorgen und sei ihnen ein Anker in der Not. Viele von ihnen haben alles verloren, weißt du? Okay. Wenn du mir helfen willst, dann bring ihnen meine Heiltränke, sodass sie wenigstens ihre Wunden heilen können. Okay, und dann ich werde die Heiltränke für dich verteilen. Sehr schön. Ich gebe dir 7 Tränke und eine Liste mit Namen von Bedürftigen hier in der Gosse. Jeder von ihnen soll einen Trank bekommen. Der Rest der Tränke soll Lohn für deine Arbeit sein. Viel Erfolg, mein Sohn. Cool. Liste von Meister Belschwur erhalten. Inventar. Schriftstücke. Liste von Meister Belschwur. Elias, du warst da vorne irgendwo, glaube ich. Du bist nicht der Elias, oder? Du bist ein Bauer. Du bist eine Bäuerin. Bist du nicht der Elias? Elias! Ich soll dir von Belschwur diesen Heiltrank geben. Ah, gut. Ich danke dir. Ah, gut. Bitte gerne. Und 50 Erfahrung. Yes! So. Nächste auf der Liste. Martha. Die Martha war da. Die Martha. Hallo, Delgado. Warst du nicht die Martha? Martha. Ich will doch nur schlafen. Dann gib's dir halt. Meister Belschwur schickt mich zu dir mit diesem Heiltrank. Ich danke dir, Fremder. Endlich mal jemand, der sich um uns kümmert. Bitte gerne. Doch die Heiltränke von Meister Belschwur allein werden nicht reichen, fürchte ich. Ich muss meine Frau von diesem elenden Ort wegbringen. Sie braucht ein warmes, sauberes Bett. Wenn ich nicht bald eine Unterkunft für sie finde, wird sie mir doch noch sterben. Gut. Dann schaue ich wegen dem Bett für dich. Ich werde ein Bett für deine Frau Martha finden. Ich danke dir, Fremder. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich kann nur hoffen, dass du fündig wirst. Viel Glück. Viel Glück. Ja, ich danke dir, mein Freund. Vielen lieben Dank. So, wen brauchen wir noch?
Elias, Martha, Finn. Wo war der Finn schnell? Wache. Soborosa. Wer bist du? Fuller. Da kostet auch auf der Liste? Ich hoffe nicht. Kohle. Aramsamsam, aramsamsam, Kohle, 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 ramsamsam. Der Finn ich da immer? Bist du nicht der Finn? Finn! Belschwur schickt mich. Ich soll dir diesen Heiltrank geben. Danke. Den kann ich jetzt gut gebrauchen. Bitte! So, wen haben wir jetzt da? Elias, Finn, Martha. Finn, Nicole und Josh. Wer bist du? Hallo, wer bist du? Pavel, okay. Schau ich noch da unten, ob da jemand ist. Whee! Cutter! Bank. Josh! Ich habe hier einen Heiltrank für dich von Belschwur. Danke. Ich wünschte, es gäbe mehr Männer, die sich um uns arme Schweine kümmern würden. Ja, das kenne ich. Das nennt man Politik. Jetzt fehlt hier nur noch der Josh. Oder? Elias, Call, Finn. Habe ich, also. Josh, ja. Josh. Josh! Oder war das gerade. War das da unten gerade der Josh, oder? Alter Schwede. Dann halt den Weg da. Wie heißt du, mein Freund? Josh, dann fehlt noch der Kollege. Der Kohl. Pavel. Nico. Sid. Kathy. Dirne. Seemann. Bank. Ingwer. Salty. Wache. Wer bist du? Lukor. Bist du auch nicht der... Nein, du bist der Kratzko. Kratzko Nudeleintopf. Buddy. Und da ist Sergio. Wo könnte der Typ sein? Na? Na, wo ist er denn? Das ist der Rodriguez. Wer bist du? Bauer! Hör auf, du Bauer! Lili! Wird der im Leuchtturm schnell? Jack! Hey, du kannst handeln. Lass uns handeln. Ist irgendwas Interessantes? Ein Vorschlaghammer! Nee. Nee. Aber danke. Choll. Wo ist dieser Choll? Da ist der Edgar. Der Wiesel. Der Gary. Wer bist du? Wache. Walter Schleifstein. Marcello. Ich will den Kohl finden. Kohl, 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 Kohl Center. Warum wird das hier nicht sein? Bitte nochmal da unten nachgucken.
Der muss hier irgendwo sein. Aber wo? Wie heißt der Typ noch? Wie heißt der Typ noch schnell? Klo. Oh, wie mache ich den noch immer aussprechen? Ich nenne ihn mal Klo. Also wo ist? Klo. Wo ist er denn? Kleine Kapelle, Flavius Hütte. Kapelle, 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 Kapelle. Ja, ich habe jetzt kurz nachgeguckt. Weil wir nicht ewig lang suchen. Aha. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Ja, du, Bäuerin! Grüß dich! Das ist die einzige Kapelle, die ich kenne. Gilles. Ja! Hier, ein Heiltrank für dich. Mit einem Gruß von Belschwur. Ah, danke. Der Meister vergisst uns nicht. Cool. Jetzt raus. Ich speichere mal ab. Oh mein Gott. Nee. AD. Jetzt nochmal. Nochmal. A-D-A-D-D-A-A-D. Yes! Ich habe wieder das Kerzenleiter. Illusion erschaffen. Und ein Fläschchen. Ich sag doch, wir kommen wieder ein Fläschchen. Wir haben nicht die Kirche ausgeraubt. Nee, nee. Meister Belschwur? Der Bauer Arno braucht ein sauberes Bett für seine kranke Frau Martha. Die beiden leben auf der Straße. Ich weiß. Die beiden befinden sich in einer sehr schlimmen Lage. Das kann nicht so weitergehen. Eigentlich bräuchten wir einen Schlafplatz für besonders schlimme Fälle. Wenn ich doch nur wüsste, wo ich Arnos Frau unterbringen soll. Hm. Naja, vielleicht fällt dir ja was ein. Vielleicht bei Costa? Wir werden sehen. Da. Ich habe alle Bedürftigen, die ich finden konnte, mit Heiltränken versorgt. Gut gemacht, mein Sohn. Du bist wahrlich eine große Hilfe. Die heilige Flamme möge dich schützen. So, fangen wir mal das. Was genau ist die heilige Flamme? In der Festung dort am Fuß des Vulkans ist ein heiliger Ort, mein Sohn. Ja, Papi. Die Halle der heiligen Flamme. Sie ist der Schutz allen Lebens auf dieser Insel und einer der letzten wahren Schätze dieser Welt. Okay, Papi. Wir Magier erfahren Erleuchtung durch sie. Sie ist der Quell all unserer Kraft und Weisheit. Okay, Papi. Wir müssen alles tun, um sie vor den drohenden Gefahren zu schützen. Und kann ich noch was für dich tun? Kann ich noch etwas für dich tun? Nein. Ich denke, im Moment wäre das alles, mein Sohn. Vielleicht später. Okay. Okay. So, Papi. Jetzt gehe ich mal den Costa fragen. Wegen der Frau. Costa. Ich habe da eine kranke Bäuerin. Sie braucht eine saubere Unterkunft. Schön für Sie. Was habe ich damit zu tun? Ich werde das Bett für Sie bezahlen. Das ist natürlich etwas anderes. Gib her. In Ordnung. Sie soll ihr Bett bekommen. Na also, geht doch. Arschloch. So, dann werde ich das mal ihm sagen und dann Meister Belschwur. So,
Mein guter Freund, Arno. Deine Frau kann zu Costa umziehen. Ist das wirklich wahr? Ich danke dir, Fremder. Bitte. So etwas hat noch nie jemand für uns getan. Ja. Du bist ein guter Mensch und sollst dafür belohnt werden. Juhu. Wir haben nicht viel, aber geh zu meiner Frau. Sie hat etwas für dich. Martha! Ich war gerade eingeschlafen. Danke für deine Hilfe. Wahnsinn! Sieh mal an, du kannst ja doch reden. Ja, aber es strengt doch sehr an. Wusch! Nimm dies als Dank von mir. Alles Gute, Fremder. Das werden wir dir nie vergessen. Ein Kochrezept. Ist in Ordnung. Oh Mann, hilft ja gerne. Auch wenn man dafür nur ein Kochrezept kriegt. Tu dann mal kurz zum Belschwur zurück. Das ihm sagen, dass der jetzt ein Bettchen hat, das mich 30 Gold gekostet hat. Aber egal. Die kranke Bäuerin Martha hat jetzt eine sichere Unterkunft. Sehr gut, mein Sohn. Du bist ein guter Mensch. Ich weiß. Ach, wenn doch nur alle Leute in dieser Stadt so rücksichtsvoll wären. Hier, ich hab da was für dich. Die heilige Flamme möge dich erleuchten. Zweimal groß. Ui, cool. Nun? Nun. Ja. Nun. Nun. Lass gut sein. Okay. Ja. Nun. Nun. Und. Ja. Weiter. Lass und. Gut sein. Ja. Okay. Wir. Nun. Beenden. Ja. Hier. Nun. Beinahe die Folge. Weil ich habe noch eine Idee, was ich noch machen will. Kurz abspeichern. Inventar, weil da habe ich nämlich Magie. Ich habe nur einmal den Zauber. Egal. Wie ich will es unbedingt machen. Und zwar da hinten ins Eck. Hui! Kann ich mich? Komm schon. Was sagt's denn? Trinke ich 8 Bier. Cool. Aber ich kann ein bisschen Fleisch noch braten. Was brauche ich dafür? Kartoffeln! Josh? Ich will was trinken. Was darf's denn sein? Nee, danke. Dachte, du hast Kartoffeln auch. Hat keine Kartoffeln. Naja. Wir haben immerhin heute den Bedürftigen geholfen. Das heißt... Wir haben den Bedürftigen geholfen. Das bedeutet, dass wir den Bedürftigen geholfen haben. Nee. Das bedeutet, dass die Folge von Let's Play Risen an dieser Stelle aufhört. Und wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Risen wiedersehen. Also bis dahin, macht's gut, haut rein, haut zu, macht was ihr wollt. Lebt euer Leben, genießt es. Ihr habt nur eins. Also, vergesst es nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.